Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zum Donnerstagnacht-Video. Jetzt, wenn das Video online geht, bin ich wie immer auf Twitch online und höre mir alles andere mit euch zusammen an. Ich habe richtig Bock. Ich glaube, heute, ja, es wird relativ eskalieren, sage ich mal. Es sind sehr, sehr krasse Sachen rausgekommen. Und außerdem möchte ich euch darauf aufmerksam machen, ich versuche in letzter Zeit ein bisschen euch Abwechslung zu bieten. Das heißt, ich lade euch Remixe hoch. Ich habe jetzt mit Fahrt heute ein Video hochgeladen, was extrem gut ankam. Wo wir Songs erraten haben am Sample und so weiter. Es wird mit Azad sowas nochmal kommen. Deswegen, ich würde mich enorm freuen, wenn ihr auch anderen Formaten ein bisschen Liebe gebt. Das wäre ziemlich nice. Ich versuche mal unten so ein bisschen was in die Beschreibung zu packen. Und wir fangen einfach an. Let's go. So, es geht natürlich um den Song von Contra K und AK außer Kontrolle. Die beiden haben auf jeden Fall schon öfter Songs miteinander gemacht. Der letzte Song ist letzten Freitag erschienen auf AKs Album. Reich oder Tod war der Song. Und ich muss sagen, AK Contra rasiert wie Sau. Wobei ich Contra K sogar stärker fand, bei dem Song zumindest. Und ich bin gespannt, wie es jetzt bei dem neuen Song ist. Ob die sich vielleicht abwechseln, ob jetzt AK komplett rasiert. Ich weiß es nicht, es wird auf jeden Fall ein Meisterwerk sein. Ich warte hier gerade, es hat wohl ein bisschen Verspätung, aber sollte jetzt losgehen. Es hat ein bisschen gedauert. Contra meinte, die hatten irgendwie alles kurz vor knapp erst hochgeladen. Jetzt haben wir 0:25. Naja, ist ja auch egal. Hauptsache, wir werden das neue Meisterwerk, hoffentlich Meisterwerk, erleben können. Ich habe natürlich schon leider ein paar Trailer gesehen. Eigentlich vermeide ich das ja immer, aber ja. Sirenen heißt das Ganze. Passend natürlich zu AK außer Kontrolle haben wir hier auf jeden Fall, glaube ich mal, auch was anderes, was den Song angeht. Video-Credits, warte mal hier, Mix and Master ist von Lex Barkey. Video natürlich von Shao Casado. Produktion, okay, von wem ist der Beat? Von wem ist der Beat? The Royals und The Crates haben das produziert. The Royals, der Bruder ist immer noch auf der Suche nach einem neuen Namen. Also wenn ihr da was habt, ne, schreibt ihm auf Instagram. Ich sag das jetzt jedes Mal. Boah, ich bin gespannt. Jetzt habe ich Bock, Alter. Let's go. Warte, bevor es losgeht. 3 Minuten 24, dass ich das nochmal festhalten darf, ne? Kein 2-Minuten-Song oder 1,50 oder sonst was, sondern 3 Minuten 24. Alter, was ist das für ein Video? Schon wieder, Junge. Das ist ja schon wieder ein kompletter Kinofilm. Beim Beat habe ich direkt beim ersten, also wo man den Bass gehört hat, hatte ich so übelst die Kid Ink Vibes irgendwie und dann halt noch dieser, ist das ein Chor oder ist das eine einzelne Stimme? Ich weiß es gar nicht mehr jetzt. Uha. Anzug und Skimaske, Blumenstrauß und Glock, erstes Date im Tresorraum, ich spreng uns ein Loch, es heißt Brot für die Welt und Ganoven für die Straße, Aktien für... Brot für die Welt und Ganoven für die Straße, geil. Das ist auf jeden Fall wieder so vom Thema her typisch Contra K, finde ich zumindest. Ich finde, er hat immer so diesen Robin Hood-Vibe, wisst ihr? So, wenn er mal einen Song macht, der irgendwie, ich sag mal, kriminell scheint oder so, ist es fast immer so, dass er halt, ne, gegen die, ich sag jetzt mal, bösen Reichen ist und versucht, den Armen immer was zu geben. So ein Vibe habe ich bei ihm immer. Ich weiß nicht, warum das, ne, passt irgendwie zum Charakter, glaube ich, schätze ich mal. Für die Bank, doch Rubine für die Armen. Dein Samweitscher Pets hält euch andere Faser, Chore, Vater oder Ma, die an deinem Handgelenk, quasi ist jetzt weg, weg und du bist wieder allein, doch sei froh, Baby. Und sie ist weg und du bist wieder allein. Welcher Song war das? Freunde, das ist eure Aufgabe. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Ist ein Deutschrap-Song. Boah, war das so in den 90ern? 2000ern? Ja? Mehr verrate ich jetzt nicht. Die an deinem Handgelenk, quasi ist jetzt weg, weg und du bist wieder allein. Doch sei froh, Baby, denn du hast jetzt Zeit. Und bei dem Sound, wenn sie schließt, Fächer rein, weiße brechen. Moonwalk ich aus der Bank, als wär ich Michael Jackson. Okay, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Wenn sie schließt. Ja.
Alter. Falscher rein, weiße brechen. Moonwalk ich aus der Bank als wär ich Michael Jackson. Denn in den meisten Fällen kriegen nur die Reichen noch mehr. Das ist kein Überfall, ich stelle nur das Gleichgewicht her. Und genau das war das, was ich meinte mit diesem Robin Hood. Ist das ein Komplex? Nee, ich glaube nicht, oder? Ist einfach, ne, keine Ahnung. Ich stelle das Gleichgewicht her. Schöne Aussage. Ja. Und die Nacht wacht auf, wir kommen auf Zehenspitzen aus der Panke raus. So wunderschön glitzert Diamantenstaub. Aber scheiß auf die Kohle, nimmt die Königin die Krone und teilt. Das ist alles nur geklaut, das ist alles gar nicht deins. Ich nehm dir an. Das ist alles nur geklaut, eyo, eyo. Auch hier, ich versuche die Anlehnung nicht mehr zu nennen, ja? Ihr dürft selber raten und dann euch selber auf die Schulter klopfen, wenn ihr die Anlehnung versteht, ne? Alter, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt Probleme, mich auf den Song zu konzentrieren, weil das Video geistesgestört ist. Geistesgestört. Also visuell ist Shao Casado ja sowieso immer geil, ne? Aber jetzt ist halt nochmal so eine kleine Story mit da drin und so viele kleine Details und so weiter. Ich weiß überhaupt nicht, auf was ich achten soll. Sag ich euch ganz ehrlich. Alles weg und die Knete wird geteilt und hinter mir das Blaulicht. Doch die kriegen mich auch nicht. Sehr epische Hook, Alter. Die gefällt mir richtig gut. Ich muss sagen, beim Part von Contra, ich hab so irgendwie, Alter, so diese Zusammenhänge zwischen Video und, ne? Also bei Shao Casado ist ja das Ding. Ich hab mich ja jetzt ein paar Mal auch mit ihm Ich hab mich mit ihm getroffen vor ein paar Wochen, haben eine lecker Shisha geraucht und er wollte mir dann nochmal sagen, oder hat mir dann erklärt, was ich doch dann gerne auch mal an die Zuschauer weiterleiten könnte. Shao heißt ja verheiratet, wenn ich das richtig verstanden, oder wenn ich das richtig erinnere, verheiratet. Und sein Job ist es sozusagen, den Song mit dem Visuellen zu verheiraten. Versteht ihr? Also so wirklich das, was der Künstler in dem Song aussagen möchte, muss er einfach, ja, mit dem Video ausdrücken können. Und da habe ich drauf geachtet gerade, ne? Gerade so mit dem Moonwalk und so weiter und so fort. Dann dieser Typ, der da so reich oben in seinem Bett mit den Frauen liegt und so weiter, ist natürlich das Sinnbild für diese bösen Reichen, sag ich mal, ne? Und krass, Alter, wirklich, also... Er lebt im Brennpunkt, kriegt kein Auge mehr zu. Dreht jeden Cent um, lebt von Hand in den Mund. Sein Magen ist leer und knurrt wie ein Hund. Doch den Reichen... Krass auch, ne? Also wie er jetzt die Story so aus der Sicht eines armen Diebes, sag ich mal, erklärt. Und dann hier sieht man es jetzt leider gerade nicht, weil mein Bild davor ist. Aber hier ist halt so eine Kamera und so. Also das ist so ein ganz ekliger Typ, so muss man sagen, ne? Also no front an den Schauspieler jetzt, ne? Sondern den er spielt, seinen Charakter, sein, ne? Ist so ein ganz, ganz ekliger Typ, so mit Goldkette, mit Weibern und dann halt mit so einer Kamera und so. Kommt auf jeden Fall sehr zwielichtig rüber, sag ich mal, ne? Tot wie ein Hund, doch den Reichen geht's gut, drehen im Benz ihre rum. Ich komm in der Nacht und brech ein und ich renn mit der Axt ins Geschäft rein. Der Verkäufer frisst meine Tagline, denn in zwei Minuten muss ich weg sein. Kickdown im M3, Bretter in den Juli, Überfall. Okay, sorry, ne, aber diese Stelle ist ja wohl Porno für die Augen, für die Ohren. Verkäufer frisst meine Tagline, denn in zwei Minuten muss ich weg sein. Kickdown im M3, Bretter in den Juli, Überfall mit der Uzi und auf einmal tragen wir Gucci. Tränen, sie heulen, ich bleib wach bis 8, ich sieh. Jenen, sie streuen durch die Nachbarschaft. Alter, passt das gut. Ey, ich hab, ne, ich muss ganz ehrlich sagen, beim AK-Album, den Part von Contra, fand ich stärker als den Part von AK, beziehungsweise auch die Hook, glaube ich, ne. Hier muss ich sagen, ist ein relatives Gleichgewicht, wobei ich sagen muss, dass ich jetzt gerade diese Gesangseinlagen von AK übertrieben geil finde. Gerade das mit dem M3, wo er so, boah, Junge, das war richtig sexy, Mann. Eieiei. Ich komm mit 10 Beutel aus der Bank gerannt, aber scheiß auf die Kohle, nimm den Königin die Krone und teilt. Das ist alles nur geklaut, das ist alles gar nicht deins. Ich nehm dir alles weg und die Knete wird geteilt und hinter mir das Blaulicht. Ey, doch die kriegen mich auch nicht. Ey, das ist alles nur geklaut.
alles gar nicht deins. Krass, dass die das einfach komplett gesperrt haben für ihr Video, ne? Das muss man sich mal überlegen. Ich will mir alles weg und die Knete wird geteilt und ich teile es mit den... Wait, what? Ich tanze, ich will mir alles weg und die Knete... Okay. Ja. Wird geteilt und ich teile es mit den Namen. Namen. Leg die Scheine auf die Straße. Ach, jetzt sind die bei dem Typen, ne, den man da öfter gesehen hat. Ah, Robin Hood, als ob, Alter. Wie geil, Alter. Ich krieg's nicht perfekt. Ah, ich hatte es. Da. Loyal, Alter. Sogar noch extra dafür gezeichnet und extra visualisiert. Geil, Alter. Geil. Genau, was ich dachte. So dieses Robin Hood-Ding, ne? Heftig. Ich bin nicht Rob. Oh, ich bin nicht Rob. Jetzt kommt's. Ich bin nicht Robin Hood. Das ist auf jeden Fall der Typ, den wir die ganze Zeit gesehen haben. Ich bin nicht Robin, aber teile mit der Hood. Dem Vater Staat macht Mutter Erde nur kaputt. Ich bin nicht Robin, doch ich teile mit der Hood. Denn er bunkert alle ihre Klunker. Und machst du 50, dann nimmt er von dir 100. Er ist nicht Robin, denn er klaut doch von der Hood. Der liebe Vater Staat macht seine Kinder gern kaputt. Er zieht sie runter, keiner glaubt an Wunder. Und ja genau, heute geht sein Umsatz wieder runter. Das ist alles nur geklaut. Boah, wir haben zum... Ich will gar nicht sagen zum ersten Mal, aber ich glaube schon länger her, dass wir eine richtige Bridge gehört haben, ne? Also wir haben zwar öfter mal so Pre-Hooks oder so vor den Hooks, ne? Aber so eine richtige Bridge, die einfach auch einen eigenen Text hat und eigenen Bezug hat, hab ich, glaube ich, lange nicht mehr gehört, oder? Alles gar nicht deins, ich nehm mir alles weg und die Knete wird geteilt und hinter mir das Blaulicht. Blaulicht. Doch die kriegen mich auch nicht. Ey, ihr müsst euch mal überlegen, was die da alles gedreht haben, ne? Den Überfall in die Bank, dann in der Bank die ganzen Szenen, dann noch dieser, wie gesagt, reiche Typ da, dann auf den Straßen wieder, wo alles leer ist, dann auch wieder voll und dann jetzt auch noch eine Verfolgungsjagd. Alter, was wollt ihr denn noch alles drehen? Gar nicht deins, ich nehm mir alles weg und die Knete wird geteilt. Ich teile es mit den Namen. Namen. Leg die Scheine auf die Straße. Okay, das wäre jetzt, boah, jetzt wäre natürlich noch eine geile Endszene gewesen, wie man sieht, dass es, also entweder wollen die das damit darstellen oder ich weiß es nicht, wenn man jetzt halt sehen würde, wie er das Geld halt nicht alleine für sich behält, sondern wie er es da einfach entweder liegen lässt oder einfach Leuten gibt, die da sitzen oder liegen oder so, das kann ich jetzt hier nicht, aber ich denke, das ist so ein bisschen die Interpretation da drin. Alter, ist das geistesgestört, Mann, Real Talk. Warten hat sich gelohnt, Mann. Das ist schon... Ja, was soll ich sagen, Alter? Hat gebrettert. Was ist eure Meinung zu dem Song? Schreibt's mir in die Kommentare. Geht natürlich zum Original. Lasst Liebe da. Und kommt gerne im Stream vorbei. Ich würde mich sehr freuen. In dem Sinne, macht es gut, schlaft gut oder wir sehen uns. Peace.